tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Smetbo vor. Smetbo ist die Weiterentwicklung von Raupi und Safcon und hat einen Käfer-Flugtyp, was ihm eine Doppelschwäche gegen Gestein, eine Schwäche gegen Flug, Feuer, Elektro und Eis, eine Resistenz gegen Käfer, eine Doppelresistenz gegen Pflanze und Kampf sowie eine Immunität gegen Bodenattacken gibt. Ein erster Blick auf Smetbos Basiswerte wirft erstmal die Frage auf, ob man den Kleinen überhaupt effektiv spielen kann, da er nicht mal 400 Basispunkte hat. Diese sind jedoch zum Glück für ihn gut verteilt. Spezialangriff und Spezialverteidigung sind zumindest ordentlich und die Init ist nur leicht unterdurchschnittlich. Die EV verteilen wir hier voll in Spezialangriff und Init, dazu ein scheues Wesen, das Smetbo davon lebt, dass er andere Pokémon überholen kann. Als Fähigkeit wählt man Facettenauge, um die Genauigkeit aller Attacken um 30% zu steigern. Käfergebrumm und Psychokinese sind Smetbos Attacken zum Draufhauen. Mit Schlafpuder, das dank Facettenauge nur extrem selten daneben geht, kann man seine Gegner fast immer sicher einschläfern. Falterreigen erhöht Smetbos Spezialangriff, Spezialverteidigung und Initiative um je eine Stufe. Als Item braucht man bei Smetbo einen Fokusgurt. Smetbo ist ein Late-Game-Sweeper, das heißt, ihr solltet ihn anfangs erstmal in der Hinterhand lassen. Versucht im Verlauf des Kämpfes gegnerische Pokémon mit Prio-Attacken auszuschalten. Smetbo bringt ihr am besten nach einem langsamen Voltwechsel oder Kehrtwende oder nach einem von euch K.O. gegangenen Pokémon in den Kampf. Vermeidet auf jeden Fall, dass ihr im Switch Schaden kassiert. Bringt es außerdem nur in den Kampf, wenn euer Gegner langsamer ist als Smetbo oder wenn ihr notgedrungen einen Sweep stoppen müsst. Wenn Smetbo schneller ist, dann könnt ihr nun euren Gegner einfach mit Schlafpuder einschläfern und anschließend mit Falterreigen boosten. Auf Plus 1 sehen Smetbos Werte schon nicht mehr ganz so harmlos aus, gerade weil er jetzt schnell genug ist, um fast alle Pokémon zu überholen. Wenn euer Gegner mit seinem schlafenden Pokémon drin bleibt, dann könnt ihr jetzt einfach mal ein bisschen draufhauen. Wenn ihr euren Gegner K.O. setzt, könnt ihr den nächsten Gegner einfach wieder einschläfern und jetzt den zweiten Falterreigen boosten. Auf Plus 2 ist Smetbo jetzt so gut wie uneinholbar und der Schaden wird auch langsam unangenehm für den Gegner. Wiederholt das Ganze, bis ihr das Gegnerteam geplättet habt oder bis Smetbo K.O. geht. Sachen, die ein Smetbo-Sweep stoppen können, sind generell Pokémon mit starken Prio-Attacken, nachdem der Fokusgurt angebrochen ist, und Pokémon, die speziell einfach so viel aushalten, dass sie Smetbo durch das Schlafpuder einfach überleben und anschließend umhauen. Sollte übrigens der etwas wahrscheinlichere Fall eintreten, dass euer Gegner, nachdem ihr ihn eingeschläft habt, das Pokémon wechselt, so werdet ihr im Switch erstmal einen Falterreigen boosten. Wegen der Sleep Claws dürft ihr euren Gegner jetzt nicht mehr einschläfern. Je nachdem, was da jetzt vor euch steht, müsst ihr euch überlegen, ob ihr da jetzt lieber draufhaut und nochmal gut Schaden drückt oder ob ihr einfach auswechselt. Solange euer Fokusgurt noch intakt ist, könnt ihr es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal reinbringen und erneut versuchen, ein Setup aufzubauen. Wenn ihr merkt, dass euer Gegner gut spielt, könnte dieser euer Schlafpuder predicten und einfach in ein Pflanzen-Pokémon wechseln, um es abzufangen. Macht in diesem Fall einfach im gegnerischen Switch einen Falterreigen. Auf Plus 1 hat Smetbo alle Mittel, um ein Pflanzen-Pokémon effektiv umhauen zu können. Ein guter Weg, Smetbo zu supporten, ist, das Klebenetz zu legen, da Smetbo auch schnellere Pokémon einschläfern kann, bevor sie zum Zug kommen. Ansonsten solltet ihr auf jeden Fall einen Spinner dabei haben, um Tarnsteine wegzuräumen, dass Smetbo 50% Schaden davon bekommt. Das war's jetzt aber von meinem Smetbo und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.